So, heute sind wir bei den häufigsten Fehlern der Meditationsübung angelangt. Wohlbemerkt der Meditationsübung im Zusammenhang mit den fünf Übungen des Wudang Qigong. Meditation, weißt du, kann ja aus vielen Stilen was ganz Unterschiedliches bedeuten, wie genau wir sitzen, was da wichtig ist. Und ich möchte ganz klar am Anfang sagen, hier geht es nicht um richtig und falsch für alle Systeme. Also die Kommentare kannst du dir sparen. Ich mache aber beim Brokat Qigong oder beim Tai Chi oder beim Zen irgendwie doch was anders. Da sagt man das und so, machst du nicht richtig, Korno. Es gibt hier kein richtig und falsch, was für alle Stile und alle Meditationsarten der Welt gilt, weil es da zu viele Unterschiede gibt und ich auch selber beobachtet habe. Meine Empfehlung ist, bleib in deinem System erstmal so. Oder wenn du zwei machst, dann machst du in dem einen so, im anderen so, wie auch immer. Heute für die fünf Übungen des Wudang Qigong, Meditation, Korrektur. So, los geht's. Also, wir sitzen meistens auf dem Stuhl bei den fünf Übungen und nicht, weil wir nicht auf so einer Meditationsmatte sitzen können, sondern weil wir das häufig in Verbindung mit einer stehenden Übung machen. Und mein erster super Tipp ist, was häufig verkehrt gemacht wird, wenn wir meistens zuerst die stehende Übung machen, dass wir, wenn wir uns hinsetzen, nicht den Platz verlassen, um dann auf eine Meditationsmatte zu gehen, weil wir dann auf einer energetischen Ebene zu sehr aus der Übung rausgehen, aus dieser Verwurzelung. Und alle Mühe, das Kartenhäuschen, was wir uns aufgebaut haben, diese Zentrierung, Festigkeit, Erdung, die geht dann ein Stück weit verloren. Und wir versuchen wirklich mit den Füßen wie angewurzelt zu bleiben und uns dann wirklich nach hinten nur noch hinzusetzen. Und dann merkst du sofort, das Gefühl in Füßen und Beinen bleibt und trägt dich in die Meditationsübung hinein. Und obwohl ich selber auch, sonst gäbe es diese Matten hier nicht, bin ich ein großer Fan, aber ich trenne das immer, dass wenn ich nur meditiere, nehme ich persönlich mir Meditationsmatte und Kissen. So sitze ich persönlich lieber und sitze dann im Viertel- oder Halblotus-Sitz, also so ein bisschen mit Beinen überkreuzt. Aber im Zusammenhang mit den fünf Übungen würde ich eigentlich oder im Zweifelsfall immer empfehlen Stuhl und auch als Ansage heute, dass man nicht das Gefühl hat, was schnell entsteht, so Stuhl ist nur so zweitklassig, so na, die echte Meditation ist natürlich im Volllotus, Yogi-Style, dehnbar und das ist nur so für die körperlich eingeschränkten Menschen, die das nicht richtig können. Und das stimmt nicht. Ich habe so tiefe, geniale Meditationserfahrungen auf dem Stuhl gemacht. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Variante, vor allen Dingen in Verbindung mit stehenden Übungen. Genau, dann kannst du manchmal auf ein Level kommen, was du so schnell nicht schaffst auf einem Meditationskissen, auf einer Matte. Das heißt, das hat auch Vorteile. Ja, natürlich ist bei dieser Übung wichtig, dass wir aufrecht sitzen, aber nicht am Anfang. Daher jetzt mal diese Seitansicht. Am Anfang nehmen wir ja die Hände nach hinten und beugen uns mit dem Oberkörper, so ein bisschen Skisprunghaltung, mit dem Oberkörper leicht nach vorne. Das sieht erstmal nicht nach Meditation aus, sondern nach verkehrter Körperhaltung. Das heißt, so ein bisschen, ich sag mal übertrieben, bisschen Embryonalstellung, so nach innen noch gekrümmt. Der Rücken darf auch ruhig rund sein, nicht pfeilgerade, nicht so nach vorne, sondern ruhig ein bisschen, siehst du, wie ich einen Rundrücken mache? Locker entspannt, dass die Schultern nach vorne fallen. Und aus diesem Rundrücken heraus richten wir uns langsam auf. Siehst du dieses Aufrichten? Tada! Das machen die meisten alles richtig soweit mit den Händen. So, Schultern locker. Und dann kommen wir, wenn wir jetzt so sitzen und dann das Meditationsmodul üben, sei es Atmung, kleiner Kreislauf oder was auch immer, dann ist ganz häufig die Frage, da haben wir ja eigentlich immer diese Haltung, wie aufrecht soll ich sitzen? Und einer der häufigsten Fehler ist entweder, dass wir zu weit zusammensacken und wirklich schief sitzen. Dann können wir auch nicht gut atmen oder kriegen Rückenschmerzen im unteren Rücken häufig. Oder dass wir zu aufrecht sitzen, dass wir sagen, ah, ich muss jetzt preußisch sitzen, ich brauche den Stock im Arsch, damit ich das Gefühl habe, ich sitze original, authentisch, Wudang. Nein, nein, nein. Mein Tipp ist, korrigiere dich am besten mal, dass du einmal ganz,
ganz unter Spannung dich aufrichtest, Kinn zurück. Du spürst richtig, oh, so könnte ich aber nicht eine Minute sitzen. Und dann lässt du so 10% locker. Lässt dich 10% zusammensacken, dass du merkst, du sitzt immer noch sehr aufrecht, aber es kommt eine Entspannung in den ganzen Körper, dass du merkst, ah, jetzt fließt es besser. Weil zu aufrecht blockiert aus meiner Sicht wieder den Energiefluss. Und da würden mir zum Beispiel Zen-Übende widersprechen oder auch aus anderen Traditionen würden sagen, doch, es geht genau um dieses Kerzengerade, damit das Kundalini richtig hochkommen kann und so. Und ich war sehr verwundert, als mein Meister so ein bisschen darauf bestanden hat, dass wir mehr so entspannt wie ein Panda-Bär sitzen und nicht wie ein Offizier in der Armee irgendwie stramm stehen und dann fehlt nur noch der Gruß. Ja? Und dann, ei, ei, Sir, ich stehe gerade. Und da musste ich mich erstmal daran gewöhnen, das zu verstehen, dass dieses Kerzengerade nicht, aus meiner Sicht, nicht ein Maximum an Wirkung ist. Und genau das wollen wir. Und das ist optimaler Tipp von mir. Also erstmal wirklich so ekelhaft aufrichten und dann wieder ein bisschen sacken lassen. Und dann am Schluss das Einsammeln. So, dann sind wir durch mit den häufigsten Fehlern von dieser äußeren Form. Natürlich kann man im Inneren bei den Atemmodulen auch noch Fehler machen. Das werden wir dann an anderen Stellen vielleicht nochmal ansprechen. Aber heute ging es erstmal nur um diesen äußeren Ablauf und dass du einfach gut sitzt. Ja, dann freut es mich, dass du mit dabei warst. Probier die Tipps gern mal aus und dann sehen wir uns im vorletzten Teil der Serie wieder mit der Übung Ausgleich von Yin und Yang. Und danach gibt es dann noch was zum Einsammeln. Gut, bis dann. Ciao.